Hundemann ist ein Pokémon mit den Typen Unlicht und Feuer und existiert seit der zweiten Spielgeneration. Es ist die letzte Entwicklungsstufe von Hunduster und seit der sechsten Spielgeneration ist es in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega-Hundemon zu vollführen. Hundemon ist ein mittelgroßes, vierbeiniges und hundeähnliches Pokémon mit hauptsächlich schwarzer Färbung. Bauch und Schnauze färben sich dagegen rot. Und schließlich sind die Hörner, die Krallen sowie die Strukturen an Rücken, Hals und Gelenken grau gefärbt. Der Körper von Hundemon ist von schlanker Statur und steht auf schmalen, jedoch kräftigen Beinen und krallenbewehrten Füßen. An jedem Gelenk befindet sich eine knochenhafte Struktur, die zwei eng aneinander liegenden dicken Armreifen gleichen. Auch auf dem Rücken von Hundemon und um den Hals sind knochenartige Gebilde zu erkennen. Ein Segment auf Brusthöhe ähnelt dabei einem Schädel. Der lange dünne Schwanz ist mit pfeilspitzenähnlichen Enden versehen und auf dem Kopf wachsen zwei lange nach hinten gebogene Hörner. Die schmalen Augen bestehen aus weißer Lederhaut, roten Iriden und schwarzen kleinen Pupillen. Und an der Spitze der relativ langen Schnauze und sind die kleine Nase und das mit Reißzähnen bestückte Maul zu sehen. Mit Hilfe eines Hundemoniten ist das Pokémon in der Lage, sich zu Mega-Hundemon zu entwickeln. Dabei verändert sich sein schlanker und agiler Körper aber kaum, auch die Farbgebung bleibt annähernd gleich. Die knochigen Strukturen auf seinem Rücken jedoch prägen sich zu bedrohlicher Größe aus. Vom Anfang des Schwanzes ausgehend ist eine knochige Struktur zu erkennen, die hinten an der Wirbelsäule und im Brustbereich einem stilisierten Schädel mit zwei Stoßzähnen gleicht. In dieser Form wachsen auf dem Kopf große, nach oben zeigende Hörner, die einen Knick aufweisen und zwei spitze Zähne schauen aus dem Maul. Seine Krallen sind blutrot und am Ende des langen Schwanzes sind nun zwei längliche, dreieckige Strukturen zu sehen. Und abschließend in der Shiny-Form wirkt das Pokémon insgesamt etwas heller und statt schwarz ist es nun blau gefärbt. Mega-Hundemon ist ebenfalls blau statt schwarz gefärbt, ferner sind nun auch die sonst orangefarbenen Bereiche in einem intensiven Rot gefärbt. Hundemon ist dabei sehr schlank und ein agiles Pokémon und zeichnet sich durch hohe Körperkraft und noch größere spezielle Kräfte aus. Es greift Gegner mit seinen kräftigen Gebiss und Attacken wie Knirscher, Feuerzahn oder Donnerzahn an. Auch andere körperliche Angriffe wie Prügler oder Schmarotzer kann es erlernen. Die giftigen Flammen, die es ausstößt, ermöglichen ihm den Einsatz von Flammenwurf oder Inferno, aber auch Smog. Und sein angsteinflößendes Heulen zeigt sich in Jauler und Brüller. Hundemons mögliche Fähigkeit Frühwecker sorgt dafür, dass es schnell aus dem Schlaf erwacht. Andere Exemplare mit Feuerfinger erhöhen die Kraft ihrer Feuerattacken, wenn sie selbst von einer solchen getroffen werden. Bei Exemplaren mit versteckter Fähigkeit sorgt die bedrohliche Gestalt dafür, dass andere Pokémon vor lauter Anspannung keine Beeren mehr konsumieren können. In seiner Megaform nehmen sein Tempo und die Kraft seiner Flammen weiter zu, auch erhöht die Panzerung seine Verteidigungsfähigkeiten. Solarkraft schwächt es im Sonnenschein, erhöht jedoch seinen Spezialangriff stark. Hundemon lebt in kleineren Rudeln mit seinen Artgenossen zusammen. Sie legen ihren Anführer durch das Ausfechten von Rivalenkämpfen fest. Er zeichnet sich dabei durch die beeindruckendsten nach hinten gebogenen Hörner aus. Hundemon stößt ein gräuliches Geheul aus, welches Menschen und Pokémon vor Angst erschaudern lässt. Die meisten, die es hören, verstecken sich vor ihm. In alten Zeiten dachte man, sein Heulen sei ein Bote des Todes selbst. Hundemon spuckt giftige Flammen aus seinem Maul, wenn es wütend wird, und das Gift, welches es in seinem Körper produziert, verursacht einen stechenden Gestank der Flammen und sorgt zudem dafür, dass Verletzungen kaum abheilen und die Schmerzen ewig anhalten. Hundemon stellt dabei den letzten Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe dar und entwickelt sich aus Hunduster.
Das Hundemon ist dann wiederum mit Hilfe eines Hundemoniten zur Mega-Entwicklung fähig. Bei der Entwicklung nimmt es erwachsenere Proportionen an und die bedrohlichen knochenartigen Strukturen um seinen Körper prägen sich stärker aus und zudem entwickelt es Hörner. Bei der Mega-Entwicklung treten dann die Knochenstrukturen noch weiter hervor und das Pokémon wirkt noch gefährlicher. Und dabei wird in den Spielen der Hauptreihe die Entwicklung von Hunduster zu Hundemon beim Erreichen von Level 24 ausgelöst und die Mega-Entwicklung durch ein Hundemonit. Mit seiner Typenkombination ist es dabei immun gegen Psychoattacken, nimmt halben Schaden gegen Pflanzen, Eis, Geist, Unlicht, Stahl und Feuerattacken. Es sei denn, es hat die Fähigkeit Feuerfänger, dann ist es auch immun gegen Feuerattacken. Doppelten Schaden nimmt es gegen Wasser, Kampf, Boden- und Gestandsattacken und der Rest macht normalen Schaden.